Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 9. Video im Kapitel 5 für Wahrscheinlichkeit in Klasse 10. Im 9. Video, da soll es um kumulierte Wahrscheinlichkeiten gehen. Die brauchen wir immer dann, wenn wir verschiedene einzelne Wahrscheinlichkeiten addieren wollen. Also ganz besonders natürlich bei der binomial verteilten Zufallsvariable, für die wir das jetzt eben machen werden. Und wir schauen uns gerade mal ein Beispiel an, dass wir eine Vorstellung kriegen, wann das eben hilfreich ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine sehr große Anzahl haben an Versuchen. Und hier haben wir jetzt so einen Fall, da hat ein Reiseunternehmer die Erfahrung gemacht, dass manche von seinen Reisegästen den gebuchten Flug überhaupt nicht antreten. Und der ist dann dazu übergegangen, eben in seinem Flugzeug mehr Sitzplätze zur Buchung anzubieten, als er tatsächlich hat. Also er bebucht quasi sein Flugzeug. Und in seinem Flugzeug haben jetzt 60 Personen Platz und er verkauft jetzt 65 Tickets, weil erfahrungsgemäß eben nur 92% der Reisegäste die gebuchten Flüge auch antreten. Und dann sehen wir schon, wenn wir jetzt hier 65 Tickets, das sind natürlich unsere Versuchszahlen, also wir machen quasi n Experimente, wenn wir nur 65 Tickets verkaufen, und wie groß jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass höchstens 60 Personen den Flug antreten, dann haben wir jetzt die Situation, dass wir 60 Treffer oder weniger ausrechnen wollen. Wir müssen also von 0 bis 60 alle Trefferzahlen zusammenrechnen, und das ist natürlich mit den bisherigen Mitteln, die wir haben, sehr umständlich und sehr aufwendig. Und deshalb überlegen wir uns Folgendes: Wir definieren uns eine kumulierte Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit eben für p von x kleiner gleich k, die ist p von x gleich 0 plus p von x gleich 1 plus p von x gleich 0 bis k. Wenn wir also jetzt die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 7 ausrechnen wollen, dann summieren wir 7 Stück auf. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 60, so wie im Beispiel, ausrechnen wollen, dann summieren wir 60 Einzelwahrscheinlichkeiten auf. Und diese Aufsummierung, die macht der Taschenrechner für uns automatisch, wenn wir die Taschenrechnerfunktion BinomCDF verwenden. Also nicht BinomPDF wie bisher, wo wir Einzelwerte ausgerechnet haben, sondern BinomCDF. Und BinomCDF berechnet dann immer die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Wert der Zufallsvariable kleiner als k ist. Das zeige ich gleich nochmal am Taschenrechner, dann, wenn wir das erste Beispiel machen. So, und dann starten wir direkt auch mit dem ersten Beispiel. Wie groß ist es die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 60 Personen den Flug antreten? Wir haben schon gemerkt, unser x ist b65 0,92 verteilt. Das heißt eben, wir haben n Versuche, weil wir 65 Tickets verkaufen. Wir haben eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0,92, weil eben der Reisegast in 0,92% in 92% der Fälle oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,92 die Reise tatsächlich auch antritt. Und im Flugzeug haben 60 Personen Platz. Das hat überhaupt nichts mit dem N zu tun. Das N ist nämlich die Anzahl der Tickets, weil die Anzahl der Tickets die Anzahl der Versuche angibt. Ja, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 60 den Flug antreten? Das ist natürlich sehr wichtig für uns, weil wir im Flugzeug 60 Plätze haben. Und wenn mehr als 60 die Reise antreten, dann sind wir überbucht. Ja, dann müssen wir irgendjemand Entschädigung zahlen. Das wollen wir natürlich nicht. So, diese Wahrscheinlichkeit ist also zu berechnen. P von x kleiner gleich 60. Das heißt, alle Trefferzahlen zwischen 0 und 60 sind zu berechnen. Hier mit der roten Klammer markiert. Und die könnten wir jetzt natürlich einzeln, aber das wäre sehr aufwendig. Und deshalb machen wir die nicht einzeln, sondern wir rechnen die mit dem Taschenrechner. Und das geht ganz ähnlich wie bei der Einzelwertberechnung. Wir gehen eben jetzt nicht auf BinomPDF, sondern auf BinomCDF. Wir gehen also wieder auf Second und auf Data und starten so dieses Menü. Rechts haben wir die Verteilungen, Distribution, Dister, und unter diesen Verteilungen befindet sich eben auch die Binomial-CDF-Verteilung direkt unter der Binomial-PDF-Verteilung. Ja, die wählen wir aus und dann haben wir genau wie im Binomial-PDF-Menü wieder die Möglichkeit, einen Einzelwert oder einen Listenwert zu berechnen. Wir wollen hier nur einen Einzelwert haben. Ja, und dann müssen wir eben jetzt die Werte eingeben. Wir haben 65 Versuche, eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0,92. Und eben 60 Personen, oder wir wollen ja die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 60 haben, und die können wir dann hier so ausrechnen. Nochmal kurz der Unterschied: Wenn wir das hier berechnen, dann berechnen wir die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 60, also alle Werte von 0 bis 60 in der Summe. Wenn wir es mit BinomPDF rechnen, dann berechnen wir die eine Wahrscheinlichkeit für x gleich 60, also die Wahrscheinlichkeit für 60 Treffer. So, und wir sehen jetzt schon, was hier rauskommt. Also hier kommt eben 0,60 raus, also eine Wahrscheinlichkeit von 60%. Haben wir mit dem Taschenrechner ausgerechnet, das bitte immer dann auch hinschreiben. Bei den anderen Sachen würde ich es jetzt mit dem Taschenrechner nicht mehr zeigen, da geht es dann eher darum, wie man es eben geschickt umformuliert. So.
So, wenn wir jetzt die Frage haben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass weniger als 60 Personen den Flug antreten, dann haben wir ja nicht p von x kleiner gleich 60, sondern wir haben p von x kleiner 60. Und das heißt, die 60 ist nicht mehr mit drin. P von x kleiner 60 können wir aber nicht ausrechnen, weil kleiner, das macht unser Taschenrechner nicht mit. Das heißt, wir müssen sowas, wenn das vorkommt mit kleiner, müssen wir erst umformen auf kleiner gleich. Ja, und das p von x kleiner 60, das formen wir dann um auf p von x kleiner gleich 59. Und kleiner gleich 59, das können wir wieder mit dem Binomial CDF problemlos bestimmen. Und der Taschenrechner liefert uns hier 0,42 oder 42%. Ganz ähnlich sieht es aus mit der Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug überbucht ist. Hier haben wir jetzt das Problem, dass wir ja quasi ein Größer haben. Also wir wollen jetzt wissen, wann sind mehr als 60 Leute drin. Also wir wollen diesen roten Abschnitt hier berechnen. Und das können wir erstmal nicht, weil dieser rote Abschnitt eben von nicht kleiner gleich ist, sondern eben größer als 60, also von 61 bis 65 hier geht. Das können wir nicht berechnen, also kann Binom CDF nicht. Was wir aber berechnen können, ist dieser Abschnitt hier, also der blau markierte. Und der rot und der blau markierte zusammen, die ergeben ja 1. Das heißt, wir können p von x größer 60 berechnen mit 1 minus p von x kleiner gleich 60. Und p von x kleiner gleich 60 haben wir sogar vorhin schon berechnet, da kommt 0,6 raus. Und das ist dann eben im Ergebnis 0,4. Ja, wenn man es dann eben 1 minus diese 0,6 rechnet. Also auch hier müssen wir darauf achten, wenn wir irgendwas haben, was größer ist, müssen wir es umschreiben zu 1 minus irgendwas, was kleiner ist. Und jetzt beim D, bei der Aufgabe D, da wollen wir jetzt wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwischen 50 und 60 Personen im Flugzeug befinden, wenn man 65 Tickets verkauft hat. Wir wollen also die Wahrscheinlichkeit für dieses Intervall haben. Und auch das können wir natürlich nicht direkt ausrechnen, weil wir ja nur p von x kleiner gleich ausrechnen können und nicht p von x größer und kleiner gleich. Also müssen wir die Sache hier ein bisschen zerlegen. Was wir problemlos ausrechnen können, das ist die Wahrscheinlichkeit für p von x kleiner gleich 60, also das grün markierte. Dann haben wir aber natürlich zu viel ausgerechnet. Ja, wir haben dann die ganzen Wahrscheinlichkeiten zusätzlich noch drin, die hier liegen, also links vom Intervall bis zur 0 runter. Und das müssen wir dann subtrahieren. Die Frage ist, was subtrahieren wir hier genau? Wir sehen schon, die 50, die soll noch drin sein im Intervall. Ja, das Intervall geht von 50 bis 60, also ist die 50 hier noch im Intervall drin. Was wir also subtrahieren wollen, das sind dann alle Werte von 49 bis 0. Nicht von 50 bis 0, das macht man manchmal so reflexartig, das wäre aber falsch. Wir subtrahieren die Werte von 49 bis 0, also minus p von x kleiner gleich 49. Und das können wir dann jeweils ausrechnen. Und da sehen wir schon, also dieser Wert p von x kleiner gleich 49, also die Wahrscheinlichkeit, dass 49 oder weniger Passagiere mitfliegen, der ist so verschwindend gering, dass wenn man auf 2 Kommastellen rundet, es trotzdem bei 0,60 bleibt. Ja, und dann haben wir, glaube ich, soweit alles verstanden. Wir wissen jetzt, wie man kleiner gleich Sachen rechnet. Intervalle, wenn es kleiner gleich ist, ist das Einfachste. Das geht einfach mit Binom CDF direkt eingeben. Wir wissen, wie man es berechnet, wenn es echt kleiner ist. Da muss man eben dann kleiner gleich das nächst kleinere nehmen. Und wir können größer und dann natürlich analog auch größer gleich Sachen umschreiben zu 1 minus kleiner gleich. Und wir können auch Intervalle entsprechend umrechnen. Und dann können wir solche Aufgaben alle problemlos mit der Binom CDF Taschenrechnerfunktion lösen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass euch auch dieses Video geholfen hat und dass ihr euch die Sachen auch im Heft notiert habt. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche allen, die zugeschaut haben, noch einen schönen Tag. Tschüss!